Heute stand in der Zeitung, Pierre Vogels Vater ist bei den Hells Angels und gegen ihn gibt es ein Ermittlungsverfahren und gibt es jetzt, Behörden gehen aber nicht davon aus, dass es jetzt eine Allianz zwischen Hells Angels und Salafisten gibt. Auf jeden Fall. Ich habe mich erstmal gewundert, dass das in der Zeitung stand, dass er erst jetzt in der Zeitung stand, denn das ist denen eigentlich, und das kann ich beweisen, schon seit mehreren Jahren bewusst. Aber wahrscheinlich hat man nichts mehr gefunden, da hat man jetzt gedacht, naja, wir haben es jetzt mit dem IS versucht, wir haben alles Mögliche versucht, ihm zu schaden, wir haben alles Mögliche versucht, um den Hells Angels zu schaden, vielleicht können wir jetzt irgendwie was erreichen. Das scheint also irgendwie so ein hilfloser Versuch zu sein, irgendwie wieder eine Story zu erfinden oder irgendeine Story hervorzubringen, die uns schadet. Ja, mein Vater ist bei den Hells Angels. Und was ist das Problem? Sind die verboten in Deutschland? Nein. Oh, es gibt ein Ermittlungsverfahren. Ja, und? Gegen wie viele Leute gibt es ein Ermittlungsverfahren? Gegen die Hells Angels gibt es schon seit Jahren ein Ermittlungsverfahren. Seit Jahren Ermittlungsverfahren. Und jedes Mal kommen sie am Ende wieder raus. Und ist nichts gewesen. Wie war es nochmal mit Frank Hanebutt in Mallorca gewesen? Das ist auch wieder rausgekommen. Und dann gab es auch wieder keine Beweise. Ja, wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich bin nicht von den Hells Angels. Nur das, was ich so mitbekomme, ist, dass da auch sehr viel Schrott gelabert wird. Wobei natürlich ganz klar ist, dass es keine Allianz geben kann, weil wir auf zwei völlig anderen Parcours spielen. Die einen spielen Basketball, die anderen Fußball sozusagen. Das eine hat mit dem anderen überhaupt gar nichts zu tun. Dementsprechend gibt es natürlich auch keine Allianz in dem Sinne. Aber ist es verboten, dass man sich kennt? Ist es verboten, dass man seinem Vater, dass man seinen Vater gut behandelt und der Vater nett zu seinem Sohn ist? Ich meine, es ist doch wirklich nicht mehr normal. Was will man jetzt erreichen? Wenn wir jetzt den Vater gegen den Sohn aufhetzen, den Sohn gegen den Vater, was habt ihr für Probleme? Habt ihr Probleme mit eurem eigenen Leben oder wie? Ja? Würdet ihr auch gerne zu den Hells Angels übertreten oder würdet ihr gerne bei den Hells Angels eintreten und weil ihr solche Lüschen seid, nehmt ihr euch nicht auf oder würdet ihr gerne zu uns kommen, aber das Leben ist euch zu streng nach unseren Regeln oder was ist euer Problem? Ja? Die andere Sache ist, man muss sich mal fragen, wir haben uns tausendmal vom IS distanziert, tausendmal gegen Terrorismus geredet, um die Jugend davon abzuhalten, nicht um uns bei euch einzuschleimen, weil von euch erwarten wir sowieso nichts. Warum habt ihr das nicht vernünftig berichtet? Warum wurde vor kurzem meine Stellungnahme gegen den IS, warum wurde das in einer Zeitung veröffentlicht? In einer Zeitung, Kölner Stadtanzeiger. Warum nicht in anderen? Warum wurden andere Sachen, wo ich gesagt habe, dass die Anschläge von Paris Sünde sind, warum wurde das verdreht? Das heißt, ihr seid Täuscher. Die versuchen, die Menschen zu manipulieren und gegeneinander aufzuhetzen. Ja, dann wurde erwähnt, dass es eine Razzia gab am 20. April bei meinem Vater, dass die Wohnung gestürmt von dem SEK. Das ist nicht ganz so genau. Die Wohnung wurde bei ihm nicht gestürmt, die Wohnung wurde bei mir gestürmt. Im Rahmen einer großen Razzia gegen die Hells Angels hat man meine Wohnung gestürmt. Details dazu können wir ein anderes Mal erzählen, aber das wurde bis auch peinlich, weil es eigentlich zu peinlich ist und zu offensichtlich ist, weil man hat gedacht, man könnte mich an jedem Tag schön platt machen, aber man ist da wieder gegen die Wand gelaufen. Ja. Dann gibt es noch die ganzen Opfer im Internet, die jetzt schreiben, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm und so weiter und so fort. Ja. Das sind die ganzen Opfer, Loser, Ohrfeigengesichter, die Angst haben, in ein Disco zu gehen, weil sie vielleicht geschlagen werden, denen die Freundin vom Türken ausgespannt wurde, die früher in der Schule nichts zu sagen hatten, immer Schläge bekommen haben und immer die Loser waren, die gehänselt wurden. Die haben sich heute, früher haben sich den Strick genommen, heute machen sich 20 Fake-Accounts, um dann ihren virtuellen Amoklauf dort durchzuziehen. Wie gesagt, macht weiter so, Medien, danke für die kostenlose Werbung, es geht weiter. Mein Vater ist mein Vater. Selbstverständlich habe ich eine andere Einstellung zum Leben und er hat eine andere Einstellung zum Leben als ich. Und wo ist das Problem? Das ist gelebte Toleranz. Und dann würde ich nicht so viel Schrott schreiben und nicht so viel versuchen, die Menschen gegeneinander aufzuhetzen. Ja? Gut, dass mein Vater kein Journalist von der Bild-Zeitung ist. Das wäre wirklich ganz, ganz schlimm.